Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in meine Torten- und Kuchenwelt. Heute zeige ich euch das Rezept für die Kekse, die ich für die Verlobung meines Sohnes gebacken habe. Das hatte ich ja passend zu der Torte gebacken. Als nächstes wird dann die zweite Torte folgen und darauf für ein paar Tage später zeige ich euch dann nochmal die Kekse passend zu der zweiten Torte. Für den Teig brauchen wir erstmal 200 Gramm Butter. Puderzucker, weil Fondant ja sowieso süß ist, werde ich ganz wenig Puderzucker nehmen. Ich habe nur 100 Gramm genommen. Eine Prise Salz, so ca. 280 bis 300 Gramm Mehl, 200 Gramm gemahlene Mandeln. Ihr könnt auch gemahlene Nüsse nehmen, wenn ihr keine Mandeln zu Hause habt. Backpulver und ein Paket Vanillezucker. Fondant. Erst werde ich Puderzucker mit dem Butter schlagen. Also Butter ist weiche Butter, ne? Zimmertemperatur. Gebe dann die restlichen Zutaten noch mit hinein. Gemahlene Mandeln, Vanillezucker, Backpulver, also nur ein Teelöffel Backpulver und das Mehl. Und werde das dann schön zu einem Teig kneten. Ihr könnt den Teig in eine Frischhaltefolie einwickeln oder in so einen Gefrierbeutel hineingeben und dann circa eine halbe Stunde in den Kühlschrank geben. Und rolle den Teig so circa 2 cm dick aus. Jetzt werde ich meine Herzkekse mit Fondant belegen. Und zwar habe ich einfach Kekse in Herzform ausgestochen und gebacken. Jetzt kommen wir zur Deko. Ich habe hier schwarzen Fondant bestellt und werde diesen dann auch in Herzform ausstechen. Und werde die Herze genau in der Mitte durchschneiden. Und klebe dann einfach auf die eine Hälfte das Schwarze und klappe dann oben die Seite nach außen. Also ich klebe einfach mit Honig. Ich habe Honig mit Wasser verdünnt. Ihr könnt natürlich auch Zuckersirup machen, aber ich mache das einfach mit Honig. Das ist dann ein Herrensakko in Schwarz. Wie gesagt, da meine Schwiegertochter ein gelbes Kleid anziehen wird, werde ich die andere Hälfte gelb einfärben. Ich mache das lieber mit den Farben von Dr. Oetker. Rolle nun den gelben Fondant noch aus. Und werde auch hier Herze ausstechen. Schneide auch die gelben Herze einfach in der Mitte durch, so wie bei den schwarzen. So, auf die andere Hälfte kommt dann einfach gelber Fondant. So sehen denn meine Herzkekse dekoriert aus.
Wie gesagt, die Farbe könnt ihr dann selber variieren, je nachdem, was angezogen wird. Diese Kekse werden dann an die Gäste verteilt, die kommen. Ich hoffe, dass das Rezept euch gefällt. Würde mich freuen, wenn ihr das Video teilen und bewerten würdet. Und wünsche euch allen natürlich viel Spaß dabei und sage Tschüss bis zum nächsten Video.